Genau, das Ding. Wir haben heute schon einen Vortrag über Rehfefe gehalten. Und hier habe ich die erste Spalte ist das Datum, die zweite Spalte der wievielte Kommentar, das in dieser zu diesem einzelnen Artikel war. Und in der dritten Spalte ist dann der Kommentar selber. Ja, und dann kann man einfach eine Excel-Spalte hinzufügen, die heißt, ich mache es mal ein Stück bisschen größer, ob man das irgendwie sieht. Die Spalte heißt Hitler. Und sie sucht, upsie, ich hätte es eigentlich auch Godwin nennen können. Und da oben steht in der Funktion drin, vielleicht ein bisschen klein, finde in dem Kommentartext das Wort Nazi. Gut, ich kann jetzt auch mal Hitler einfügen, wenn es auch so heißt. Genau. So, und diese Spalte gibt mir halt Nullen und Einsen raus. Nullen, wenn Hitler nicht drin vorkommt. Eins, wenn dort Hitler, da war jetzt Hitler bei. Da. Ein Hitler da. Da ist ein. Na. Berlusconi begann. Okay, Hitler dabei. Okay.